Wir können natürlich noch mal den Gold Cup probieren. Warten gegen Lando, oh Gott. Ich glaube, den Kampf kann man auch gar nicht gewinnen. Ja, das ist dann, glaube ich, doch eher so gemacht, dass man den nicht gewinnen soll. Puck, puck, puck. Was? Attila, die Henne? Das ist ja... Was? Och, nö, brauchst du nicht. Meine Skillpunkte sind eigentlich so ganz gut. Mal sehen, was haben wir denn noch? Können wir hier bei dem Händler noch irgendwas kaufen? So, das Teleskop haben wir gekauft. Und davon kann ich mir jetzt aber nichts mehr leisten. Das fehlt mir noch eigentlich. Nicht mehr so viel tatsächlich. Ich hab's den größten Teil schon. Ich kann die Macht des Orbs nicht benutzen, sonst werden Leute verletzt werden. Große Macht kommt mit einem großen Preis. Ich muss erst Trisha retten. Dann probieren wir es nochmal gegen den. Ja, ich fühle mich stärker. Hier, Mana-Explosion machen wir doch mal. Boah, das war ja nicht so schlau, hier hinzugehen. Was? Ja, das war interessant. Aber du schon wieder. Gerade so überlebt. Hier geht's ja gar nicht lang. Ja, meine Macht wächst. Ja, die Mana-Explosion ist ein bisschen mächtig.
Nein! Also wie soll man denn da hinkommen bis zum Boss? Ist ja schon grenzwertig hier. Ich habe überhaupt keine Mana-Tränke und nichts. Nein! Ich komme hier nicht mal am zweiten Gegner vorbei. Nein! Wie? Ich glaube, ohne Tränke kann man das nicht schaffen. Und wo soll ich einen Tränke überhaupt kaufen? Ich darf ja nicht mal weg von hier. Irgendwelche zusätzlichen Dinger. Komm, ich erhöhe mal Alchemie. Ich weiß ja nicht, ob ich hier überhaupt hin muss, das Schlimme. Überlebt das sogar? Ja, das war ja klar. Nein! Oh, dieser Kampf wird ewig gehen, ich sag's euch. Jetzt nicht hin. Warum verschwende ich jetzt auch noch meinen Trank? So. Wo ist Trisha? Entspann dich, Mr. Zauberer. Sie ist so weit, so gut. Hier, befreie sie jetzt. Du musst mich erst besiegen. Du kannst diesen Kampf nicht alleine machen. Benutze meine Kraftwarten. Eine Kraft, die ich nicht besinge. Närrischer Zauberer. Wovor hast du Angst? Erinnerst du dich, wie du die Hölle aus dem Orkschaman seinen Relikt rausgeholt hast? Erinnere dich, als du den Orb von, wie du den Orb von den Zaubern geklaut hast, nur um Tausende von Menschen retten? Wir,
brauchen das jetzt. Wirst du jemals aufhören zu reden? Nein! Da muss ich jetzt erst den ganzen Kampf nochmal machen? Wie? Also ohne volles Leben ist das unmöglich, da durchzukommen. Man muss halt wirklich volles Leben und volle Tränke haben, um da irgendeine Chance zu haben gegen den. An so viele Tränke kommt man einfach gar nicht ran. So. Dann kommen jetzt her. Was? Wie? Wie soll man das schaffen? Brauchen wir mindestens 3 Tränke, um das überhaupt irgendwie hinzukriegen? Und so viel habe ich halt nicht. Und ich darf ja auch nicht weggehen zum Kaufen. Noch nicht sein! Es ist einfach nicht möglich, da hinzukommen, um den Kampf zu bestehen. So. Kriege ich hier ein bisschen mehr Frostbolt. So. Nein! Oh, den wollte ich doch überhaupt nicht angreifen. So. Ja, da kommt er jetzt. Dann kommt er wieder. Ja, wovor hast du Angst? Ist mir egal. Au.
sind wir, glaube ich, noch nicht gekommen bisher. So, kommt er jetzt nochmal? Huch. Ich kann deine Wut in dir spüren. Lass mich frei und meine Kraft benutzen. Was, wenn ich nicht zurückkommen kann? Ich werde Menschen versetzen. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst, Menschen werden verletzt, wenn du diesen Kampf verlierst. Denk an sie. Denk an Trischer. Ich muss einen anderen Weg finden zu gewinnen. Wir wissen beide, dass es keinen anderen Weg gibt. Du bist zu schwach. Du bist nichts ohne mich. Nein. Du bist nur ein schwacher Sterblicher. Nutze meine Kraft, du Narr. Nutze sie. Ah! Es ist vorbei, Nekromant. Kannst mich nicht aufhalten, Zauberer. Ich habe jeden in meiner Macht besiegt. Jeden außer mich. So, jetzt stirb. Du magst mich besiegen, Zauberer, aber ich habe schon gewonnen. Du siehst aber nicht aus wie ein Gewinner. Es läuft alles nach Plan. Sie hat dich natürlich ausgetrickst. Hahaha. Wovon redet er? Er hat recht. Ich habe gemacht, dass du den Orb der Dunkelheit klaust. Aber es war kein mächtiges Relikt. Es war ein Gefängnis. Ein Gefängnis, um das wahre Böse da unten aufzuhalten. Es wurde vom Erzmagier gebaut und er hat es für Jahrhunderte sicher gehalten. Und nun, du, sein eigener Schüler, ruiniert alles. Du hast mich benutzt, ja. Aber warum? Du bist ein Zauberer, du bist einer von uns. Ich wurde nur ein Zauberer, um meinen Plan durchzuführen. Das Zeitalter der Menschheit ist vorbei, warten. Es ist das Zeitalter der Dämonen. Du Verräter, du solltest die Welt retten. Ich habe dich respektiert. Ich habe dich gebetet. Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast es fast zu leicht gemacht. Aber nun ist deine Seele von ihm gefärbt. Nun, bald wirst du die Kontrolle über dich selbst verlieren. Und er wird die Welt noch einmal regieren. Dafür wirst du bezahlen. Ja, lasse deine Wut frei. Lass sie frei. Arrgh. Also du bist das Böse, vor dem gegen der Arztmagier gekämpft hat. Alle die Geschichten sind wahr. Ja. Ich wollte nur wie ein Held werden. Ein Retter, eine Legende. Ich habe alles ruiniert, nicht wahr? Und jemand wird, wie ich, wird niemals so jemand werden. Also was jetzt? Ich werde deinen Körper kontrollieren und ich werde das Leben auf der Welt auslöschen. Der Erzmagier ist alt now. Es gibt niemanden, der sonst noch mächtig genug ist, mich aufzuhalten. Du bist aber nicht mehr derselbe, der du mal warst. Du magst meinen Körper von jetzt an haben, aber ich werde Teil von dir sein. Und ich werde in jeder Nachsicht die Sekunde da sein und ich werde kämpfen, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Und dann wirst du verlieren. Da kannst du versuchen, Freund. Warten, mein lieber Schüler, was hast du gemacht? Gib mir den Orb, wir werden das beheben. Mein alter Feind, du bist zu spät. Und der Name ist nicht mehr Warten. Ich bin der Dunkle. Warten und der Dunkle werden zurückkommen. Ja, und das war das Spiel der Dunkle. Ich weiß nicht, ob es noch einen Teil von der Reihe gibt oder ob das aktuell der letzte ist. Der kam raus 2019 im April, der Teil. Also es kann sein, dass es mittlerweile schon einen
Landor Quest 3 gibt oder sowas. Aber das werden wir dann sehen. Ja, das war es jedenfalls erstmal von dieser Mini-Reihe hier im Netz online. Und wer weiß, wann es dann weitergeht. Tschüss.